Die Parabel P hat die Funktionsgleichung y ist gleich 0,5x² plus px minus 2. Die Punkte an mit Koordinaten x, y liegen auf der Parabel P. Gib die Koordinaten der Punkte a1 und a2 an, wenn die Ordinate y gleich 22 sein soll. Nun, was ist hier gefragt? Man soll, gib die Koordinaten der Punkte a1 und a2 an, wenn y gleich 22 ist. Nun, was wissen wir über a1 und a2? Das steht hier, die Punkte an, darunter fallen auch die beiden, liegen auf der Parabel P. Und die Parabel P hat die Gleichung y ist gleich 0,5x² plus 4x minus 2. Wir brauchen also bestimmt diese Parabelgleichung. So, und was haben wir jetzt besonders über die Punkte a1 und a2? Na, hier heißt ja, y soll 22 sein. Also setzen wir das in diese Parabelgleichung ein. Also für diese beiden Punkte gilt, 22 ist gleich 0,5x² plus 4x minus 2. So, was wir hier stehen haben, ist eine quadratische Gleichung, die über verschiedene Möglichkeiten lösbar ist. Wir benutzen die Mitternachtsformel. Die finden wir in der Formelsammlung auf der Seite 10, dort unter Lösungsformel. Da heißt es zum Beispiel, x1 bzw. x2 ist gleich minus b plus minus der Wurzel aus der Diskriminante geteilt durch 2 mal a. Und was die Diskriminante ist, steht auch dabei, nämlich b² minus 4 mal a mal c. Um jetzt herauszufinden, was ist eigentlich b, was ist a, was ist c, ist es noch wichtig, die gegebene Gleichung, mit der wir rechnen müssen, auf die allgemeine Form zu bringen. Die steht ebenfalls in der Formelsammlung drin auf der gleichen Seite. Da heißt es dann ax² plus bx plus c ist gleich 0. Das Wichtige hier ist, es ist gleich 0. Schauen wir unsere Gleichung an. Uns fehlt noch dieses ist gleich 0, also müssen wir sie so umformen, dass entweder auf der linken oder auf der rechten Seite gleich 0 steht. Schaffen wir jetzt hier am einfachsten, indem wir die 22 nehmen und auf die rechte Seite drüber schaffen. Mit minus 22. Also steht hier, 0 ist gleich 0,5x² plus 4x minus 24. Aha, wir haben jetzt alles gleich 0, also müsste es funktionieren. Ich schreibe die allgemeine Form nochmal drunter, um zu sehen, was ist mein a, was ist mein b, was ist mein c. Nun, a ist immer die Zahl vor x², b ist immer die Zahl vor x und c ist die Variable, die Zahl ohne Variable. So, jetzt muss ich die Diskriminante berechnen. Die lässt sich berechnen aus, ich setze gleich an, b², also 4 Quadrat, minus 4 mal a ist 0,5, mal c ist minus 24. Das sind also 16 minus, minus mal minus sind plus, 4 mal 0,5 sind 2 und 2 mal 24 sind 48. Und 16 plus 48 sind 64. Die Diskriminante ist positiv, das heißt, wir werden zwei Lösungen erhalten. Setzen wir in die Lösungsformel ein. Wir berechnen erst x1 und das wäre dann der Weg über minus b plus die Wurzel der Diskriminante geteilt durch 2 mal a. So, b war 4 plus Wurzel aus 64 geteilt durch 2 mal und a war 0,5. So, rechnen wir aus.
minus 4 plus die Wurzel aus 64 ist 8 und 2 mal 0,5 ist 1. Minus 4 plus 8 sind 4 und 4 Eintel ist nichts anderes als 4. So, machen wir es ähnlich mit x2. Immer wieder minus 4. Jetzt gehen wir den zweiten Weg. Minus b minus Wurzel der Diskriminante geteilt durch 2a. Also, ja, machen wir mal schöner. Minus Wurzel aus 64 geteilt durch 2 mal 0,5. Ist gleich, gleiches Spiel, minus, diesmal minus 8, minus 4, minus 8. 2 mal 0,5 sind wiederum 1. Und dann erhalten wir einen Wert von minus 12. So, müssen wir noch einmal die Punktkoordinaten aufschreiben. Schauen wir nochmal nach oben. Hier heißt es ja, für a1 und a2 gilt, y ist gleich 22. Also die y-Koordinate der Punkte ist 22. Und die x-Koordinaten haben wir gerade ausgerechnet, nämlich einerseits 4 und andererseits minus 12. Also hat a1 die Koordinate 4, 22 und a2 die Koordinaten minus 12, 22. Und wir sind fertig.